Herzlich willkommen, Freunde, zum nächsten Video von Pokémon. Und das hier ist doch eine schöne Halle zum Abfeuern. Ganz ehrlich, will ich gegen die kämpfen? Aber egal, Trainer ist Training und ich werde jetzt nicht zurückgehen. Nur, ja komm, ich versuch's einfach mit den beiden nochmal. Oh, schade gedacht, sie kämpft doch nicht. Aber egal. Dann kämpf du mal. Oh, Vieli und Noctu. Na, da eignet sich aber der Blizzard sehr gut. Für beide. Da haben wir Blizzard und Surfer. Das dürfte schon gut reinknallen. Obwohl beide defensiv ausgelegt sind. Beziehungsweise Vieli beides defensiv und Noctu spezialdefensiv. Aber das müsste trotzdem gut Schaden machen. Einmal Surfer. Vieli mit seinen Gesteinpflanze. Oder? Ja, Gesteinpflanze. Mit der Fähigkeit Saugnapf. Das Pokémon kann dadurch nicht weggeweht oder mit Brüller aus dem Ring gefegt werden. Das muss im Kampf so gesehen bleiben. So. Porter. Verteidigung? Nein, nee, der Verteidigungsboost kam ja erst in der nächsten Generation dazu. Gut. Michi, du machst jetzt mal nichts. Was macht Michi jetzt mal? Michi macht Ausdauer so lang. Ich will jetzt nicht das Risiko eingehen, dass er eventuell ein Krypto-Pokémon hat und ich das Krypto-Pokémon jetzt platt mache und mir den ganzen Zug damit oder die ganze Parade damit versiebe. Deswegen warte ich jetzt erstmal ab, was noch jetzt auf das Feld kommt. Mal lieber auf Nummer sicher gehen, nicht wie es ist dann, dass ja, mir wieder ein Krypto-Pokémon entkommt. Bisher ist mir ja nur eins entkommen, Ledian. Aber, ja. Gut, mal gucken. Schlupfwäsch. Denke irgendwie nicht, dass du ein Krypto bist. Und Palimpalim. Okay, kein Krypto. Gut, du machst erstmal Schutzschild und du machst... Moment, habe ich jetzt wirklich Schutzschild gemacht? Ja, gut. Du machst Erdbeben. Vielleicht mal Schluckwäsch haben. Oh, komm schon. Als ob du gewusst hättest, dass ich jetzt mit Keifel angreifen möchte. Porter. So, ich kann es ehrlich, ich weck das jetzt auf und mache trotzdem mein Erdbeben. So, haben wir Aufwecker? Nö, sieht nicht so aus. Nö, haben wir nicht. Das benutze ich nicht bei Heiler. So, und Erdbeben. Und jetzt wieder auf Keifel, wa? Will der Gegner mich echt verarschen? Ich habe echt das Gefühl, der Gegner will mich verarschen. Ich mache den selben Zug jetzt just davon nochmal. Die Attacke hat keine 100% Genauigkeit, Hypnose. In dieser Generation hat sogar nur 60. Und trifft! Das dritte Mal in Folge! 60 Genauigkeit in der Generation. Entfessler. Und auf wen feuerst du? Auf Keifel. Warum nicht? Ne, ich benutze jetzt keinen Überheiler mehr dafür. Ich bin jetzt ein Heilpulver. Ich will das jetzt nochmal machen. Wenn der jetzt nochmal trifft, ey, dann kann der CPU mich mal kreuzweise. Du kannst mich kreuzweise! Also ganz ehrlich, 60, 60, 60, dreimal hintereinander. Wen will der Computer eigentlich auf die Schippe nehmen? Ich mach das weiter. Ich will jetzt echt mal wissen, wie lange der Computer das jetzt durchzieht. Vor allem er berechnet wahrscheinlich nicht, der weiß automatisch schon, dass es trifft. Oh, wow. Jetzt auf einmal nett. Glückwunsch.
Ja, Nissi, tut mir leid. Aber das war jetzt einfach... Das musste sein. Diese scheiß Mistviecher. Ja, du hast Schwebe. Glückwunsch. So, jetzt kriegst du sogar von beiden die volle Aufmerksamkeit. Schau dir das mal an. Eine Riesenwelle kommt direkt auf dich zu. Mistvieh. Bim, balim. Ich bin ein Windding, des Kirschen. Ja, und jetzt verfehlst du alles. Ja, genau, so habe ich es gern. Erst pausen hier die ganze Zeit und danach Scheiße bauen, Mistvieh. So, Palim Palim, das war's für dich. Halleluja. Exquisit. Wow, du gibst echt viel Geld. So, gut. Ich benutze noch das restliche Tafelwasser. Ich darf sowieso dann erstmal noch hier rausrennen. Meine Vorräte von Heilzeug aufstocken. Bevor ich dann in den obere Ebene gehe. So, da kümmere ich mich als letztes drum. Jetzt kommt hier auch wer raus? Nein. Spielhalle. Du wirst mir eh nichts geben, ich kenne das doch. Ja. Viel Spaß. Du bist das Thyrakok-Schwein. Ah. Drecksack. Ein Kroink. Und ein Slimog. Und jetzt kriegt ihr meine Offensive mit Nissi und Michi. So. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schutzschild und knallen ein Erdbeben raus. Um Slimog loszuwerden und um Kroink einfach zu verletzen. Spukball. Boah. Wenn du nichts Besseres zu tun hast. Ja, Spukball sowieso nicht spezial ist, ist es eh Wurst. Säurepanzer. Steigt stark. Mir Wurst. Ich knall trotzdem drauf. Rums. Und Slime auch überlebt das jetzt deswegen, wa? Jupp. War mir klar. So, Surfer und Blizzard. Muss gucken, dass Blizzard mir nicht ausgeht. Hat ja nur 5 AP. Ah, du belebst mit einem kleinen Pixel. Spukball. Mit dem letzten Rest, mit dem Komma, hast du überlebt. Stärke. Rums. So, und Blizzard. Wehrt die Attacke ab. Will sehen, dass du ein Blizzard abwehrst, wie gesagt. Zeig mir ein Natu, was einen Blizzard von einem Arktos abwehrt. Und dann sehen wir weiter. Tu mal nebenbei zu Blizzard mindestens 10 cm Durchmesser Brocken. Klar. Ein Natu mit 20 cm Größe wehrt das locker ab. Mit dem Schnabel so. Ach, du hast nur 2 Pokémon. Tut mir leid, dass ich den Thyrakrok geklaut habe. Ich trainiere es gerade sowieso nicht. Obwohl ich das bevorzugt sogar trainieren würde. Liebend gern. Aber ich jetzt einfach mal ein bisschen trotzköpfig bin. Ach, stimmt, kein AP mehr. Und komm, Windstoß, Kotze. So. Gut, damit wärst du auch erledigt. Also bisher hat hier kaum eine Krypto-Pokémon. Ich mache mir da so voll die Sorgen. Von wegen, oh, Krypto-Pokémon könnte gefährlich sein. Aufpassen. Gut, der Typ ist weg. Nein! Hättest du nicht warten können, wenn ich nicht geheilt hätte, ich hätte dich auch von alleine angesprochen. Biker Jack. Naja, egal. Sandama Morlord.
Okay, das wird leicht. Moor, Leute, okay, hat zwei Ohrabsorber, aber ich mach das anders, als ich will. Wechsel Michi aus. So. Du beginnst mit Surfer und Michi kommt zurück. Rein kommt dafür Yuki. Yuki muss auch ein bisschen gelevelt werden. Zwar ist Molot spezialdefensiv eher schwach gegenüber der normalen Defensive, aber ich brauche ein bisschen Erfahrungspunkte für Yuki. So. Da hat das Molot Feuchtigkeit. Ja, hat Feuchtigkeit. Keine A2O. Felsgrab. Aua. Ich wollte eigentlich Yuki noch mit der Initiative ausnutzen. Durchbruch auf Yuki. Als ob der CPU es gewusst hätte. So, Surfer. Und Stärke. Hier. Nimm das. Obwohl, doch, Durchbruch ist gut gewesen. Aber warum macht er nicht eine Wasserattacke? Mal ganz ehrlich. Morlot kann ja locker eine Wasserattacke feuern. Ja, mir egal. Ist CPU. Donphan. Das, was mit Tackle einen ganz hoch aus niederhauen kann. Und Rums. Morlot down. Tschüss, Morlot. So. Surfer und Stärke. Surfer zum Gruße. Und tschüss, Donphan. Gerade mal Level 40. So eine Lachnummer gegenüber dem Rest. Nö, Erholung will ich nicht. Ich bin besiegt. Gut. Wenn der Pokémon... Ich habe gerade mit der anderen gesprochen, nicht mit dem Typen, der hinter mir steht. Den ignoriere ich. Gut. Heilung. Michi kriegt auch nochmal eine. Ah, ich nehme hier die Kraftwurzel. Zack. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich gegen dich auch noch antreten soll. Ach komm, warum nicht? Oder kämpfst du nicht mal? Ich dachte schon, es gibt mal einen, der nicht kämpfen möchte hier in dem kompletten Ding. Magneton und Schwalbos. Ein Erdbeben erstmal. Für Magneton und Aurora-Strahl dann später für Schwalbos. Wäre auch vom taktischen her das Klügste. Weil dann hätte ich erstmal meine Schwachstelle weg. Erdbeben. Und Kaifi braucht wirklich eine andere Attacke noch. Es leuchtet. Oh, verdammt. Zielschuss. Schütz dich selbst. Ich schütze mich vor Zielschuss. Tschüss. Doppelschwäche. Weg. Gut, wen hast du noch? Bullona! Okay. Aurora-Strahl, Schwalbos und du machst Schaufler, Bullona. Himmelsfeger! Aua! 140 Stärke. Schwalbos macht sau wenig Schaden. Ja, kriegst du erstmal Aurora-Strahl auf den Himmelsfeger als Antwort. Wow, Schwalbos mit einem Schlag down. So, was macht Bullona? Wahrscheinlich Flammenwurf oder so. Und Mashok. Hitzekoller. Wow. Michi, du hast Glück. So. Surfer und Michi, du kommst zurück. Weil ich weiß, du würdest den Hitzekoller nicht überleben. Und Shadow kommt raus. Gegen beide Pokémon hättest du keine Chance. Mashok wegen Kampfattacken und das andere wegen, ja, Hitzekoller.
Und eine schöne Surfer-Attacke. Einmal. Zweimal. Gut, Maschok bräuchte noch eine Nachhilfe in Sachen. Ich hau dich mal. Ah ja, passt schon. Spezialangriff sinkt stark. Jetzt bräuchtest du ein Schlotkraut, um das auszubügeln. Aua. Komm schon. Shit, Wuchtschlag. Surfer und... Ach komm, machen wir einfach einen Stampfer. Traust dich eh selbst. Nee, doch nicht. Nice. Und komm. Ja, Stampfer reicht aus. Gut, damit wäre der Kampf in diesem Zug gewonnen und ich könnte das, diese Episode beenden. So, tschüss, Volona. Und tschüss, Maschok. Level up. 333. Ja, super. Ich bin sehr zufrieden mit Shadow momentan. Muss ich echt sagen. Oh, wer kriegt noch Level up? Michi. 3. Ja, KP vom KP Initiative von Michi ist einfach noch sehr schlecht. Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Weil da oben ja, brauche ich echt wirklich ein bisschen Tempo. Ich brauche ja nicht unbedingt gegen jedes Pokémon erst, aber gegen die langsamen, richtig langsamen Pokémon wäre es von Vorteil, wenn unsere Pokémon zumindest von der Geschwindigkeit... Nein! Verdammt, vergessen. Vom Vorteil sind. Gut, Freunde, bevor der Kampf beginnt, mache ich erstmal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.